Hi Leute, willkommen zurück zu Super Mario World Randomizer. Wir müssen, glaube ich, hier woanders noch was machen. Ja. Und zwar diesen Level hier. Doch, den haben wir schon gemacht. Siehst du, alles geschafft. Maddie erzählt wieder Blödsinn. Okay. Ja, das war ja nur eine Frage der Zeit, bis wir hierher kommen. Für diesen Level brauchen wir einen Yoshi. Denke ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sogar nicht. Man weiß ja nicht, wo die Drecksäge hier das Secret Exit versteckt haben oder den Schlüssel. Das war jetzt eher Unsinn. Geflogener Unsinn. Aber wir kriegen ja hier einen Yoshi raus. Daher machen wir uns mal nicht so viel Gedanken hier. Wir haben 69 Exits. 96 sind Maximum. Wir kommen höchstens auf 94. Hier bei diesem Spiel. Wäre schön, wenn es anders wäre, aber man kann sich das ja nicht aussuchen. Ach, guck mal einer an. Das macht das nicht unbedingt einfacher. Denn jetzt muss ich ein wenig Gas geben, um überhaupt, bevor der Yoshi den Schlüssel verschnabuliert, hier anzukommen. Und es funktioniert. Schön, ne? Und jetzt nochmal. Wir hatten übrigens noch nicht den Level mit den Karottenkuchenschiffchen. Den müssen wir auch noch machen. Der kommt noch. So, Yoshi, du musst jetzt erstmal baden gehen. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Stunden am Stück ich Super Mario World gespielt habe. Ich glaube, das ist mehr als alle MMORPGs zusammen, die ich gespielt habe. Mehr. Bin mir sicher. Oh, was war das denn für ein Trick? Ich weiß es nicht. Das ist der neue Trick, der Tonnen... Kennt ihr das, Bumsi Maus? 1:2:0 für Bumsi Maus? Das macht das nicht. Gebt euch das bitte nicht. Und vor allen Dingen sagt nicht, ich hätte euch das empfohlen. Nee, ich habe das ist keine Empfehlung. Das ist einfach, wenn ihr das irgendwo seht als Thumbnail, nicht draufklicken, bitte. Das ist wichtig. Okay, Pepperoni Mirage haben wir gemacht. Pepperoni, super geil. Hier, Karottenkuchenschiffchen, die kommen. Das sieht zwar aus, als wäre es hier alles gefroren, ist es aber nicht. Und wir haben den Wasserlevel am Anfang nicht. Also den in Donut Plains, den haben wir noch nicht. Und diesen Riesenwasserlevel mit den Urchins, den haben wir auch noch nicht. Ach, guten Moin. Genau das meine ich. Das ist richtige Aschbacke da, diese Moles. Die können einen vom Yoshi ziehen. Frechdachs. Okay, 72 Exits. Horse Ghost House. Ja, dann Horse mal. Horse! Look at my horse. The horse is amazing. Give it a lick. Das muss ich dabei. Leute, nochmal. Tut euch selber den Gefallen und macht nicht den Musik-Randomizer hier rein. Das verschafft euch nur Albträume. So, dann schauen wir mal. Ah! Das war ein Frechdachs. Ach, das sollen normalerweise diese grünen Bubbles sein, aber es sind keine grünen Bubbles. Leute, ich habe hier teilweise wirklich den Easy Mode drin, ne? So, hier geht's lang. Normalerweise. Keine Ahnung. Ach so. Das ist ja minimal falsch jetzt, ne? So. Dann machen wir das nochmal. Ich gehe mal in die andere Tür. Oder ich versuche mit Biegen, auf Biegen und Brechen mal mein Power-Up zu behalten. Dann kann ich ja einfach darüber fliegen. Das geht nämlich. Gehen, Digga! Ich gehe einfach mal hier rein, so. Ach, siehste, ist einfach nur vertauscht worden. Oh, ist nicht so schlimm. Falscher Alarm. Okay, erstmal hier rein und dann das andere Mal in die andere Tür.
Soll ja alles nicht so schwierig sein. Bam, 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 bam. Blues. Und jetzt die andere Tür. Ich habe übrigens bei Bowser's Castle den Super Fortress Modus aktiviert. Das gibt's auch und ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Das werden wir am Ende dieses Projekts dann noch rauskriegen. Ich frage mich, was mit diesem Hack passiert, wenn man die Special World fertig gemacht hat und man die ganze Zeit mit eigentlich alternativen Sprites beworfen wird. Dann wird es hier, glaube ich, nochmal richtig merkwürdig. Okay. Das reicht dicke. Ich bin übrigens immer noch sehr, sehr froh, dass der Geist dann immer hier weg ist. Das erleichtert einem das Leben noch ungemein. So, dann gehen wir mal hier rein. Moin. Ahohoho. Echter Terror ist bis heute noch nicht bekannt. Dann wollen wir es nochmal machen hier. Alles klar. Okay, Yoshi, du musst jetzt leider dran glauben. Denn ich muss hier rein. Aber wenn die nicht werfen, dann sind die ja gar nicht mal so schlimm. Ja, siehst du, so leicht kann tubular sein. Siehst du, das ist ja ein Länderspiel. Guck mal, der spuckt auch nicht mit Feuer. Obwohl die Jungs, die sind noch original. Aber will ich jetzt nicht unbedingt. Ach komm, gib mir einen Arm, ey. Das geht nämlich auch so. Das große Problem ist halt immer nur, dass da eine Blume drauf liegt. Okay, go away. Okay, das wollen wir noch nicht machen. Das kommt später erst. Wir machen jetzt erstmal Pepperoni Mirage. Ach, hier sind wir. Da tue ich uns mal den Gefallen und fliege hier drüber. Denn damit kann ich sicher sein, dass ich diese Röhre hier erreiche. Damit wir das hier auch mal gesehen haben. Ach, da ist doch auch ein Ballon drin, oder? Ja. Und gar nichts an Gegnern. Das ist eine richtige Geisterstadt hier. Gruselige Musik und alle Gegner aus dem Mario Hack rausnehmen, ne? Das ist, wow! Was ist mit ihm denn? Oh. Bloß hier weg. Ich glaube, den habe ich hier gestört. Hab gerade noch einen Petsy gemacht. Ein Petsy. Oh, siehst du mal. Mit Yoshi käme man hier schon ganz leicht ins Exit. Oh, der Rest ist ja ziemlich Standard hier, ne? Yoshi, du bist ein guter Typ. Aber wenn du schreist und wegrennst, dann würde ich dich am liebsten steinigen. Kann man da eigentlich in der Mitte durch? Nee, ne? Habe ich bestimmt schon mal versucht. Und bin gnadenlos auf die Nase geflogen. Okay, Final Boss. Den machen wir aber nicht. Wir wollen jetzt erstmal den Moonwarp machen. Oh ja, Calzone Ghost House. Ohne Yoshi. Ah, siehste. Ich kann hier doch schwimmen. Ich will nicht wissen, wie dieser Level hier ohne Wasser ausgesehen hätte. Das wäre schon ziemlich hart geworden. Aber mit diesen Shells kann ich ganz gut Urchins verkloppen. Aber damit nicht. Merkwürdig. Ach, ist egal. Und indem man hier den Yoshi rausnimmt, haben die mir auch den Skip genommen. Was schon sehr frech ist. Na gut. Hier ist mein Schlüssel. Den brauche ich. Die Gelben sind die schlimmsten. Die versuchen einen nämlich wirklich aktiv zu verprügeln. Ihre ganzen Kollegen, die sind eigentlich noch so ein bisschen pazifistisch angehaucht, aber die Gelben, ne. Keine Chance. Die hauen dich zusammen. Und dann noch mit Dungeon-Musik hier. Schade, wenn das geklappt hätte mit dem Musik-Randomizer, dann wäre es schon ziemlich cool geworden. Aber egal. So soll es auch funktionieren.
Yay! Oh, das war das Normal Exit. Ja, das ist ja gut. Tja! Nun, ist halt kein Dark Souls, ne? Oh, schade, ich dachte, ich hätte schon eine Feder. Hatte ich aber nicht. So, du bleibst hier. Du bleibst hier. Passt das? Nee, passt natürlich nicht. Das passt nicht. Die Finger, die sie zum Wählen benutzen, sind zu fett. Was ich denn hiermit nicht einfach... Doch, jetzt geht's! Frech! Das hat doch gerade eben nicht funktioniert. Boah! Da habe ich den Luftzug noch gespürt. Große Gefahr liegt vor uns. Vor uns allen. Wieder mal geclaimed. Ja, moin, ey. Das ist nicht gut. Ist nur gut. Bam! Und den anderen auch noch. Los! Dieses Lowdowns aus der Hölle. Doch, ich habe ihn noch erwischt. Habt ihr gesehen? Bang! Tja, die Urchins, die machen einfach jedes Spiel zu einem doofen Spiel. In jedem Hack, wenn sie auf der Bildfläche erscheinen, sagt der Maddie gleich, oh nee, so spaßig ist das dann doch nicht, ne? Oh, guck mal, wer hier wieder will. Wilde, 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 wilde. Yeah! Moonwarp, streambig.net, was? Oh, hier, das erkennen wir doch wieder. Da möchte ich aber auch vorspulen, weil mir das dann doch ein bisschen zu langweilig ist. Siehst du, wie schnell das hier geht? Und das ist auch sehr witzig, dass jedes einzelne Level hier einen vertauschten Secret Exit und Normal Exit hat. Das ist aber kein Stress, weil wir haben einen 3 in 4 gemacht hier in diesem Hack. Also das ist schon... Das ist das beste Ergebnis bisher. 3 in 4 ist ein sehr gutes Ergebnis. 3 in 4 ist perfekt fast schon. Ne, 4 in 4 wäre perfekt, aber ich habe noch nicht gesehen, dass ich überhaupt mal 4 in 4 schaffen sollte. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich. Ja, kann ich auch sein. Ach so, das ist ein Schwimmlevel. Ich habe mich schon gewundert, warum er nicht in die Hufe kommt. Er muss schwimmen. Er muss halt schwimmen. Einfach schwimmen. Das ist alles so die Reggae-Version von jedem Lied hier. Reggae-Remix. Wounds of Clouds. Oh, wir haben ja genau das haben wir noch machen müssen. Der fehlte noch. Und da drüben ist ein schöner, netter Cooper. Hallo. Der fliegt einfach weiter. Den interessiert das hier gar nicht. Ach, guck mal, da ist der große Bu, der ist geschrumpft. Ist nur noch ein kleiner. Tut mir so ein bisschen leid für ihn, ne? Jetzt würde ich aber auch gerne mal wissen, wo man hier überall hinkommt. Also, nehmen wir uns mal die Zeit. Und gehen erstmal hier lang. Ach, okay. Witzig. Einfach mitten im Level starten, ist auch in Ordnung. Wie ist das eigentlich, wenn ich hier drauf drücke und den... Kann ich den mitnehmen? Nee, ne? Das wäre ja Game-Breaking-Strategie. Sowas, was noch nie einer ausprobiert hat. Warum auch immer nicht. Hat einfach noch niemand gemacht. Okay. Ich finde es aber dann doch ganz cool, dass man auch in diesen Ghost Houses, die man eigentlich schon kennt, die ganzen Secret Exits nochmal suchen können. Zum Beispiel hier. Das war böse. Böse, frech und gemein. Okay, ich gehe jetzt nämlich hier rein. So. Und dann bin ich hier unten. Tolle Wurst. Oh. Das macht das hier nicht einfacher, ne? Ich hätte noch eine Idee. Wir müssen ja erstmal das Normal Exit holen. Um Secret Exit kümmern wir uns dann später. Dann nehmen wir das mal mit. Also Secret Exit ist ja kein Ding. Da gehen wir einfach hier oben lang. Ich muss jetzt unbedingt die Feder behalten. So.
Nee, hier war das nicht. Was ist, wenn wir da oben rechts lang gehen? Hier lang? Dann sind wir wieder hier. Es muss doch hier irgendwo ein Secret Exit geben, verfluchte Tat. Also, das hier ist ja normal, ne? Also, das ist ja nicht so schlimm. Jetzt hoffe ich mal. Ja. Wo soll das andere sein? Ich bin echt überfragt, ich habe keine Ahnung. Mir fehlt auch die Kreativität, gerade darüber nachzudenken. Wie schmerzhaft ist es für Mario eigentlich, jedes Mal diese Bruchlandung zu machen? Bang! Okay. Das kennen wir ja schon. Da waren wir ja auch schon drin. Da sind wir einfach nur zurückgekommen, ne? Was ist mit der Tür? Waren wir da schon drin? Nö! Ha, siehste. So einfach kann es sein. Dann haben wir alles hier geschafft. Okay. Wurst Mirage. Oh, schade. Das ist auch ein normales Wasserlevel. Also keine der Wasserlevels sind normale Level geworden, obwohl ich es angewählt hatte. Das finde ich ein bisschen doof. Aber es ist ja nur eine Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und dann gehen wir mal hier rauf. Oh, Leute, das ist ein Abenteuer, das seinesgleichen sucht hier. Wir haben wirklich kaum noch Sachen hier. Also, es gibt kaum noch Level. Und ich gehe mal davon aus, dass einige der, sag schnell, Special World Level auch Special World Level bleiben. Ach komm. Sei nicht so frech. Und hier kommt wirklich ein Schlüssel raus. Darüber bin ich gerade ein bisschen dankbar. Okay, nochmal. Nochmal. Wusch. Wusch, wusch, wusch. Wusch, wusch, wusch. Hier mit der Hammergeschichte ist bestimmt auch ganz witzig. Bam. Was war nochmal da oben? Ach, da war nix, ne? Das war ja nicht so wirklich sinnvoll und witzig. Das Ganze hier ohne Fische zu machen, ist auch sehr schön, finde ich. Ist was Beruhigendes. Die Level sind aber auch eigentlich... Größtenteils sind die einfacher geworden, finde ich. Es gibt kaum Levels, die jetzt wirklich schwerer geworden sind. Und wenn doch, dann weil irgendeine Mechanik eigentlich nicht funktioniert hat. Das heißt, dass man irgendwo hochfliegen musste, wo man eigentlich nicht hochfliegen muss. Und vor allen Dingen die Sachen mit den Schlüsseln haben das Ganze ziemlich in die Wurst gemacht. Da muss ich mal gucken, welche Option es da gibt, dass man das nicht mehr hat. Deswegen würde ich euch fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass ich das hier nochmal mache irgendwann. Ob ihr das gut finden würdet. Bis zum nächsten Mal!